In diesem Video berechne ich mit dir gemeinsam eine typische, standardisierte Statistikaufgabe eben mit einfachen Daten und erkläre dir die Tipps und Tricks. Moin Moin zusammen. Heute berechne ich mit euch gemeinsam oder mit dir eben eine einfache, typische, standardisierte Statistikaufgabe bei einfachen Daten und erkläre dir die Tipps und Tricks dazu. Kurzum, aber ich bin kein Professor, ich bin einfach nur ein ehemaliger Student, der dir da draußen helfen möchte, wie auch den anderen, die ich vorher schon geholfen habe, einfach gut durchs Studium zu kommen. Und nun ran an den PC. Man sieht hier eben einfache Datensätze. Ihr habt hier ein Jahr und dementsprechend habt ihr den Preis pro Kilowatt Strom in Cent angezeigt. 2010 23,69 Cent und 2012 zum Beispiel 25,89 Cent. Und das habe ich eben von 2010 bis 2019 ermittelt. Und ich habe dazu jetzt ganz viele erotische Aufgaben hier. Und falls ihr jetzt manche Sachen davon nicht kennt, in der Beschreibung habe ich Videos dazu verlinkt, wie man eben diese ganzen Sachen anhand von Formeln und eben den dementsprechenden Beispielen errechnet. Schaut euch die bitte zuerst an und dann hüpft wieder zurück in dieses Video. Falls ihr das Ganze dann eben schon kennt, dann pausiert jetzt das Video und dann überprüft euch, ob ihr euch das Ganze richtig gemacht habt. Also folgt mir unauffällig, ihr kleinen Schlingel. Da sieht man schon, hier habe ich das Ganze dann durchgerechnet. Fangen wir zum allerersten Mal an, und zwar die A. Die berechnet die prozentuale jährliche Preisänderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. Also ich möchte von 2011 die Entwicklung zum Vorjahr 2010 und von 2012 möchte ich es von 2011 und so weiter. Wie mache ich das? Gut, 2010 gab es keine Entwicklung zum Vorjahr. Warum? Naja, grundsätzlich, da gibt es kein Jahr davor. Also hier sieht man die A, das ist diese komplette Zeile. 2011, wie berechne ich das? Ich teile das aktuelle Jahr, die 25,23, geteilt durch das alte, 23,69 und dann noch das ganze minus 1 und schon habe ich eben diese Preisänderung zum Vorjahr und das sind eben plus 6,5%. So viel ist das Ganze gestiegen. Das mache ich eben für jedes Jahr weiter, sieht man schon hier, aha, 2012 geteilt durch 2011 und dann minus 1 das Ganze. Rupp, und schon habt ihr eben diese Preisänderung gegenüber dem jeweiligen Vorjahr. Bei der B berechnet die durchschnittliche jährliche absolute Preisänderung für die 10 Jahre. Und jetzt wollt ihr die Entwicklung vom Anfang bis zum Ende. Das geht ganz simpel. Man nimmt einfach den Endwert 2019, rechnet ihn minus den allerersten Wert, in dem Fall 2010, und dann teilt das Ganze durch die Jahre, die ihr habt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jetzt sagt ihr, aha, 10 und du machst geteilt durch 9. Was ist denn los mit dir? Naja, ihr müsst anders sehen. Von 2010 auf 2011 ist ein Step. Von 11 auf 12 zwei Steps. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ihr habt 9 Entwicklungen. Und darum müsst ihr das Ganze auch geteilt durch 9 machen. Es gibt auch eine Formel, die halt sagt, ältester Wert minus Anfangswert geteilt durch n minus 1. Und n ist die gesamte Anzahl der Jahre, die ihr habt. In dem Fall 10 Jahre. Und dann minus 1 ist die 9. Oder ihr macht es eben, wie ich gerade gesagt habe, über dieses Entwicklungsding. Gut, und dann haben wir eben eine durchschnittliche jährliche absolute Preisänderung von 2010 zu 2019 0,7256 Cent. Das heißt, jedes Jahr erhöht sich das eben plus 0,7256 Cent. Jedes Jahr einzeln. Und dann kommt ihr von 23,69 dann im Endeffekt nach diesen neuen Entwicklungsphasen auf 30,22. Nun, bei der C berechnet die durchschnittliche jährliche relative Preisänderung für die 10 Jahre. Jetzt wollen wir eben das Ganze relativ, also prozentual haben. Man merkt hier, prozentual, was mache ich? Ich mache den Endwert, die 30,22, geteilt durch den Anfangswert, die 23,69. Das sieht man auch hier, K3, geteilt durch B3. Mhm. Und mache das Ganze hoch, 1 durch 9 und das Ganze noch minus 1. Halleluja. Auf dem Papier würdet ihr einfach schreiben, die neunte Wurzel aus
eben den höchsten Wert geteilt durch den niedrigsten Wert und das Ganze minus 1. Da habe ich auch ein Video dazu, ist unten in der Beschreibung die Formel. Aber ihr habt hier die 9. Wurzel, weil eben dasselbe Spiel, weil ihr 9 Entwicklungen habt, wie hier oben und darum die 9. Wurzel aus dem höchsten Wert geteilt durch den niedrigsten Wert und das Ganze dann eben noch minus 1. Und dann sieht man, dass es jährlich von 23,69 auf 30,22 eben immer um 2,74% steigt. Jedes Jahr, bam, 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 sieht man hier ist 6,5, hier 2,62, hier 11, hier ist dafür nur 1, hier ist sogar negativ, hier ist auch negativ, also im Durchschnitt, ne, habt ihr eine relative Preisänderungsspanne prozentual von 2,74. Gut, das arithmetische Mittel bei einfachen Daten ist eigentlich recht simpel. Nimm alle Preise miteinander plus und teilst durch die Anzahl der Preise, die du hattest. 10 Jahre geteilt durch 10. Bam, durchschnittlicher Preis pro Kilowatt in Cent 27,909. Gut, dann möchtet ihr auch noch die Standardabweichung von dem Bad Boy hier ermitteln. Also, was machen wir da? Auch Standardabweichung bei einfachen Datensätzen ist immer wieder die Formel, nimm das x minus das arithmetische Mittel, das Ganze ins Quadrat und das machst du für jeden Datensatz einzeln durch, summiere es und dann sieht man schon hier, da habe ich extra eine Zeile für eingerichtet, die das automatisiert gemacht hat und dann macht es noch mit 1 durch 10 mal, weil man das Ganze ja durch 10 teilen muss und schon habe ich die Varianz und wenn ich von der Varianz die Wurzel ziehe, habe ich dann meine Standardabweichung. Also um das arithmetische Mittel im Standard bewegt sich das Ganze 2,0505 Cent nach links und nach rechts. Bei der F erstelle eine Preisindexreihe zum arithmetischen Mittel als Referenzpreis. Okay. Also das arithmetische Mittel haben wir ja schon, ne? 27,909. Und das markiere ich jetzt mal ganz schön hier. Und zwar die F, das wollen wir ja gerade eben ermitteln. Wir möchten jetzt schauen, zum Durchschnitt. Wie ist die Veränderung? Also, wenn wir 2010 anschauen, da ist es ja nur 23,69 Cent. Aber der Durchschnitt sagt ja 27,909. Was mache ich also? Ich möchte nur den prozentualen Anteil von dem tatsächlichen Wert am Durchschnitt haben. Also, was mache ich? Ich mache den 2010er Wert geteilt durch das arithmetische Mittel. Das Ganze natürlich nochmal mal 100. Und dann habe ich auch diese 84,88%. Das heißt, prozentual gesehen, ist das arithmetische Mittel 100% und der Wert aus 2010, 23,69, der ist aber nur prozentual gesehen an dem arithmetischen Mittel von 84,88. Also der ist kleiner als der Durchschnittswert. Ne? Der ist 90,4%, auch wieder selbe Formel, sieht man hier. Und so weiter. Und dann sieht man auch, okay, hier hinten zum Beispiel, das arithmetische Mittel ist 27,909 und da ist es aber 30,22. Also ist der im Endeffekt 8,28% größer oder höher als der Durchschnittswert, ne, in 2019 das Ganze. Und das ist im Endeffekt so eine typische Preisindexreihe zu einem gewissen Wert. In dem Fall habe ich halt das arithmetische Mittel gewählt. Also merken, Referenzpreis. Da wollt ihr eben den prozentualen Anteil wissen, ist es eben größer oder nicht größer. Wie hoch ist die absolute Preisspannweite? So, das ist nämlich ein Unterschied. Und zwar ganz wichtig ist die absolute Preisspannweite. Und hier müsst ihr darauf achten, dass ihr den höchsten Wert, in dem Fall den Preis pro Kilowatt in Cent, minus dem niedrigsten Wert rechnet. Bei mir ist das gerade zufällig so, dass der höchste Wert im letzten Jahr ist und der niedrigste Wert im ersten Jahr. Das ist aber nicht immer der Fall. Also da nicht in die Falle laufen, einfach den letzten minus den ersten Wert. Nein, den höchsten Wert minus den niedrigsten Wert. Und dann habt ihr die absolute Preisspanne. Die relative Preisspanne ist dann eben der höchste Wert geteilt durch den niedrigsten Wert. Und dann habt ihr eben minus 1 das Ganze und dann nochmal 100 und dann habt ihr 27,56%. Und das ist die relative Preisspannweite. Gut, dann bei der I sollen wir der S 25%, das 50, das 75 und das 90% Quantil ermitteln. Bevor ich das machen kann, ist es ganz wichtig, dass ich das Ganze der Größe nach sortiere. Hier oben ist es nach den Jahren sortiert. Aber ich brauche das der Größe nach, bevor ich irgendwelche Quantile berechnen kann oder eben den Median. Also schaue ich mir die an und sortiere die. Und ich merke schon,
dass eben in der Mitte hier die beiden, die 2024 und 2025 und auch 2016, da ist ein bisschen, sieht man, hier steigt es andauernd, steigt und dann fällt es wieder und das ist nicht der Größe nach sortiert. Also habe ich das hier erstmal gemacht, schön sauber sortiert. Und nun möchte ich ja die Quantile berechnen. Wenn ich die Quantile berechnen möchte, brauche ich ja immer erst eine Nebenrechnung. Ein ausführliches Video dazu habe ich ja schon mal gemacht. Da sehe ich jetzt, die Nebenrechnung ist ja immer die Anzahl der Jahre, die ich habe, in dem Fall 10, mal den Quantil, was ich haben will, die 0,25. Dann weiß ich, das ist 2,5. 2,5 ist kein Element der natürlichen Zahlen. Das heißt, es hat ein Komma drinnen. Und dann muss ich eben ganz simpel machen, okay, alles klar, die 2,5 war meine Nebenrechnung, plus 1 und dann runde ich das Ganze ab. 2,5 plus 1 ist 3,5, abgerundet ist dann 3. Das heißt, nehme mir den dritten Wert, 1, 2, 3. Weil ich das der Größe nach sortiert habe. Und darum ist hier mein 0,25-Quantil 25,89. Wie gesagt, ausführliches Video dazu in der Beschreibung. Bei dem 0,5-Quantil, was auch Median genannt wird, komme ich mit meiner Nebenrechnung 0,5 mal die gesamte Anzahl der Jahre. Wie gesagt, sind 10 Stück, komme ich auf 5. 5 ist Element der natürlichen Zahlen. Was muss ich also machen? Den fünften Wert plus den nächsten, also den sechsten Wert miteinander plus rechnen. Das Ganze geteilt durch 2. Zack, habe ich auch den Median dadurch. Hier 7,5 Quantil. Naja, was mache ich da? Nebenrechnung, erkenne kein Element der natürlichen Zahlen. Bam! Also plus 1 ist 8,5, abgerundet ist 8. Nimm den achten Wert, sehe ich hier. Zack! Und das ist dann eben mein 0,75 Quantil. Und 9 Elemente natürlichen Zahlen. Nimm also den neunten Wert plus den zehnten und das Ganze geteilt durch 2. Zack, haben wir das. Dann wird gerne immer gefragt, hier oben sollst du das 0,5% Quantil oder 50% Quantil berechnen und dann steht dann plötzlich in der nächsten Aufgabe, du sollst den Median berechnen. Und alle, die schlau sind und das wissen, wissen, dass das 50% Quantil auch der Median ist, nur eine andere Bezeichnung. Also, zack, haben wir das schon berechnet. Super simpel. Und bei der letzten Aufgabe sollten wir dann den zentralen Quantilsabstand berechnen. Das weiß man, dass das 0,75 Quantil minus das 0,25 Quantil gerechnet wird. Und dieser Abstand ist dann 3,27 Cent und somit haben wir den zentralen Quantilsabstand. Gut, das war's mit dieser Aufgabe. Die anderen, wie gesagt, Video oder eben Playlist auf meinem Kanal. Falls du es verstanden hast, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Ein Abo ist nur ein kleiner Klick und unterstützt mich riesig. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Runde. Mach's gut.